ist eigentlich groß genug für einen Tagesausflug. Da passt alles rein, was man so braucht. Wenn man mehr benötigt an Volumen, dann natürlich die Trunkbags wie die Odin oder Thales und Thales Plus. Ich möchte euch kurz noch die Vielfalt unserer Taschen vorstellen, die Unterschiede dazu. Ein großer Vorteil von den Trunktaschen ist, dass die eine Form haben, die haben ein bisschen eine Schale, eine Verstärkung, Seiten und oben, damit man die richtig gut beladen kann. Die sind, wenn man die öffnet, halten die ihre Form. Da kann man auch, wenn sie beladen sind, die Sachen wieder finden, wenn man sie aufmacht. Ja, schön übersichtlich drin. Die kleinste davon ist unsere Yoshi. Ist eigentlich groß genug für einen Tagesausflug. Da passt alles rein, was man so braucht. Ein Wetterschutz, eine Jacke, Regenhose sogar. Dafür ist genug Platz, die ist ausreichend für das. Wenn man mehr benötigt an Volumen, dann natürlich die Trunkbags wie die Odin oder Thales und Thales Plus. Bei der Thales Plus und bei der Odin hat man noch die Eigenschaft, dass hier ausklappbar an der Seite zusätzliche Taschen verfügbar sind. Die kann man ein bisschen erweitern. Trunkbag auch ein größeres Volumen, die Eve. Die ist wasserdicht und hat einen Rollverschluss, den man natürlich ein bisschen anpassen kann von der Größe her. Wenn man einen Tourenträger hat mit einer zweiten Ladeebene, kann man zusätzlich zur Plattform und einer montierten Trunkbag, kann man dann auch auf die zweite Ladeebene die Seitentasche einhängen. Auch in einem wasserdichten Material und auch als Gewebetasche verfügbar. Und dann hat man sehr große, ja, Tourengepäckausrüstung am Fahrrad. Ein weiterer Vorteil im Angebot, das wir haben, für all die Fahrerinnen, die ihre Tasche auf dem Fahrrad oder den Korb auf dem Fahrrad lassen und abschließen wollen. Man kann auch den gesamten Adapter bereits mit dem Schloss installiert kaufen und nachrüsten.